Wie wahrscheinlich die meisten mitbekommen haben, wurde der Singleplayer für Overwatch 2 gecancelt und somit jeglicher Grund, warum dieses Spiel überhaupt existiert, abgesehen davon, dass Blizzard mit der neuen Monetarisierung noch mehr Geld aus den Fans quetschen möchte. Ich habe dieses Spiel seit dieser Ankündigung deinstalliert und außer um mal reinzuschauen, wie schlimm Overwatch 2 mittlerweile geworden ist, sehe ich keinen Grund, das jemals wieder zu installieren. Warum erzähle ich euch diesen Quatsch? Nein, ihr habt nicht auf das falsche Video geklickt. Für alle Leute, die wie ich sehr viel McCree und Ashe gespielt haben, habe ich eine gute Nachricht. Es gibt quasi einen Singleplayer von diesen Charakteren. Aus dem Jahr 2013, entwickelt von Techland. Die sind bekannt geworden durch Dead Island und Dying Light, zwei Spiele, die ich nicht mag, und gepublished wurde es unter anderem von Ubisoft. Und dieses Spiel ist fantastisch. Nachdem ich für mein Red Dead 1 Video Red Dead 1 durchgespielt habe, hatte ich noch mehr Bock auf Western-Action. Und wie in meinem Red Dead 1 Video habe ich schon erwähnt, dass es neben Red Dead Redemption keine anderen Western-Spiele außer Call of Hurensohn Gunslinger gibt. Deswegen habe ich es mir jetzt für 2 Euro gekauft und jetzt endlich gezockt und fast in einem durchgespielt. Zum einen, weil die Story nur 4 Stunden lang dauert und zum anderen, weil das Spiel so viel Spaß macht, Mann. Ohne Scheiß, wie gesagt, mit dem Revolver in der Hand fühlst du dich wie McCree und mit dem Gewehr wie Ash. Du kannst halt sogar Dynamit werfen wie Ash. Leider kannst du halt nicht Bob rufen. Aber es ist lange her, dass ich einen Shooter gespielt habe, in dem sich das Schießen so unfassbar gut anfühlt. Bei jedem Headshot kommt ein massiver Hitmarker, Blut explodiert, du kriegst eine Zahl angezeigt, die je nachdem wie schwer der Shot war, mehr abgeht, deine Combo erhöht sich und der Sound, Mann. Jeder Headshot ist einfach nur ein Dopamin-Kick. Ich meine, Headshots fühlen sich immer gut an, aber hier ist es nochmal anders. Und je besser du spielst, je krasser deine Combo ist und je mehr Headshots du gibst, am besten von einer weiten Distanz und am besten bewegt sich das Ziel noch, desto mehr Erfahrung kriegst du und so steigst du halt Level auf. Dadurch willst du einfach nur noch Headshots geben. In diesem Spiel gibt es nicht viele Waffen. Ein paar Revolver, die sich meiner Meinung nach gleich anfühlen, außer dass sie anders nachladen, eine abgesägte Schrotflinte, eine normale Schrotflinte und ein Gewehr. Das klingt erstmal wenig und wack. Wer sind wir? Alan Wake oder was? Aber ich muss für mich sagen, ich habe nur das Gewehr gebraucht, ja? Zielen und Schießen mit dieser Waffe in diesem Spiel Zucker. Einfach nur Zucker, der genauso süchtig macht wie diese Headshots. Dazu hast du natürlich wie in Red Dead hier das Dead Eye. Die Zeit verlangsamt sich und die Gegner werden rot markiert. Aber anders als in Red Dead markierst du hier nicht die Ziele, um mehrere Kills zu machen, sondern du zielst die ganze Zeit selber und schießt. Und keine Ahnung, wie sich das auf der Konsole mit einem Controller anfühlt, aber wenn ihr könnt, spielt es am PC mit Maus und Tastatur. Es fühlt sich besser an, als Leute in der Telegram-Gruppe abzuziehen. Die KI ist hier nicht unbedingt die smarteste. Im Grunde rennen die einfach von ihrem Startpunkt zu irgendeiner Deckung und bleiben da und schießen von dort aus oder sie stehen einfach nur offen rum. Das Ding ist, die Gefechte und generell das ganze Spiel hat so ein krasses Tempo, dass du einfach keine Zeit hast, groß darüber nachzudenken. Dazu hast du noch diese kleine Mechanik mit dem Totenkopf, ja? Wenn dieser voll ist, kannst du die letzte Kugel, die dich eigentlich töten würde, nochmal so Matrix-mäßig ausweichen. Und ich finde auch die Quicktime-Events sind hier super spaßig. Manchmal musst du die richtigen Tasten drücken, aber manchmal musst du auch einfach nur auf deine Maus hämmern und alles stirbt um dich herum. Und apropos sterben, natürlich gibt es auch Duelle. Und die sind hier ein Minispiel und je länger das Game geht, desto deeper wird es. Also for real, ich meine in Red Dead macht es ja schon echt Spaß, weil die Aufmachung einfach sick ist, aber hier fühlt sich das an wie ein eigenes Game. Mit der Maus musst du den Cursor auf den Gegner halten, ja, für deine Genauigkeit. Mit A und S lenkst du die Hand, die muss in der Nähe des Revolvers bleiben, damit du schneller deine Waffe ziehen kannst. Und wenn der Herzschlag einsetzt, dann kannst du deine Waffe als erstes ziehen. Das gilt aber als ehrenlos. Wenn du ehrenhaft gewinnen willst, wartest du, bis dein Gegner die Waffe gezogen hat und dann musst du ganz schnell reagieren. Wenn du verkackst, zeigt dir das Spiel deine Werte an und auch deine Reaktionszeit und später lernst du noch, wie du Kugeln ausweichen kannst, falls du nicht schnell genug gezogen hast oder du bist im Mexican Standoff und musst mehrere Personen angucken und auf die Person achten, die dich gerade anschaut, weil die vermutlich als erstes auf dich schießen wird. Die Kacke wurde deep und ich bin beeindruckt.
Wow. Ich meine, du kannst weitere Duell-Challenges machen, aber dafür war ich einfach zu schlecht. Und ich denke, ihr habt es schon gesehen. Geiler Artstyle, der einfach nur zum Setting passt. Und was mich überrascht hat, die Story ist auch gar nicht mal so schlecht. Wir erleben die Geschichte eines alten Revolverhelden, in dem dieser seine Geschichten in der Bar erzählt. Und das sind Geschichten mit legendären Cowboy-Helden, ja. Und das Schöne ist, dass die Level sich so verändern, wie er es halt erzählt. So ist er sich halt manchmal nicht sicher, ob wir jetzt gerade gegen Kuhjungen oder Ureinwohner fighten und dann switchen die so mittendrin. Oder du kämpfst gerade gegen eine Gang und auf einmal sind das irgendein Native American Stamm, ja? Einfach nur, weil er testen will, ob auch alle seine Geschichte gerade zuhören, ja? So fliegen dann auch Dinge aus dem Himmel oder ein Berg öffnet sich, weil er erst dann den offensichtlichen Weg gesehen hat, nachdem der Spieler die Aufgabe erfüllt hat. Für die, die es sich noch nicht zusammengereimt haben, das hier ist ein sehr lineares Spiel und da passt das einfach sehr schön. Einmal geht er auch kurz auf Toilette und währenddessen geht natürlich die Geschichte nicht weiter und dann kannst du einen unendlich langen Zug entlang gehen. Während die Leute in der Bar sich darüber unterhalten, ob die Geschichten überhaupt wahr sind. You think he's bullshitting us? You don't think he's Silas Greaves? I think he's just some old drunk looking for some free liquor. Die haben mit diesem Konzept sehr schön rumgespielt. Ja, die Dalton-Brüder killst du zum Beispiel ganz oft, weil dort jeder aus der Bar eine andere Perspektive oder eine andere Wahrnehmung hatte. Dadurch bleibt das Spiel einfach konstant frisch. Es geht nicht lang, aber außer Laufen und Schießen und Duelle, ja, da machst du halt nicht viel anderes. Und es kann sehr schnell öde werden, wenn du es nicht richtig machst, aber ja, sie machen es richtig. Es ist einfach rundum ein schönes Spiel mit einem sehr schönen Ende. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir so ein Spiel von einem großen Entwickler so nicht mehr sehen werden. Ich weiß nicht, wie oft es sich verkauft hat, aber da wir 10 Jahre später keinen Nachfolger bekommen haben, gehe ich mal davon aus, dass es sich nicht oft genug verkauft hat. Das ist sehr, sehr schade. Für mich ist das eine kleine Perle hier. Gönnt es euch, falls ihr es noch nicht gezockt habt und schreibt mir gerne, zu welchem Game ihr eine K-View sehen wollt. Ich denke mal, ich werde jetzt New Game Plus starten.